Wir haben den 24. Dezember, 2 Uhr nachts, eine der Rauhnächte. Und plötzlich beginnen die Krähen zu schreien. Sie fliegen herum über der Stadt und schreien hinaus ihre Botschaft, die Vögel Odins oder Wotans, Hugin und Munin. Was wollen sie uns sagen? In einem weisen Buch über die Sprache und Symbolkraft der Tiere steht geschrieben, in der Symbolsprache der Tiere bedeutet die Krähe Gesetz. Sie erinnert uns an die Gesetzmäßigkeit, die Gesetze der Natur. Die Naturgesetze sind die Norm. Geburten und Tode sind natürliche Gesetzmäßigkeiten. Die Krähe ist eine Grenzgängerin zwischen den Welten. Sie erinnert uns mit ihrem tiefschwarzen Federkleid an die Dunkelheit des Nichts. Am Ort, wo die Schöpfungskraft noch unbewegt ruht, ist der Ursprung der Gesetzmäßigkeit. In unermesslicher Genauigkeit vollziehen sich die Abläufe der Schöpfung auf unendlich vielen Ebenen des Bekannten und Unbekannten, sobald der Schöpfer seinen Willen in dieses Nichts hineingibt. Als Menschen können wir nur sehr wenig davon erkennen und benennen. Die Krähe erinnert uns mit ihrem Erscheinen an diese Gesetzmäßigkeiten. Sie mahnt uns, unserer inneren Natur zu folgen. Sie erzählt uns von den großen und präzisen Zusammenhängen, welche zu dem jetzigen Moment geführt haben. Und sie will uns klar machen, dass alles, was wir tun, fühlen und denken, gemäß diesen ewigen Gesetzmäßigkeiten im Universum Früchte trägt. Die Geschehnisse folgen der natürlichen Norm. Womit wir etwas verursachen und mit welchen älteren und neueren Taten, Gedanken und Gefühlen sich von uns gesetzte Ursachen zu einer Wirkung verbinden, das ist für den menschlichen Verstand unmöglich zu erfassen. Doch es ist so. Alles, aber auch ganz und gar alles, ist eine Erscheinungsform dieser unendlichen Gesetzmäßigkeit. Und wir sind, ob wir wollen oder nicht, und ob wir es wissen oder nicht, ein Teil dieses Ausdrucks. Die Krähe ruft uns zu, sie mahnt uns, uns zu entspannen und nach innen zu schauen. Werden wir wieder in uns ruhig und beobachten und erkennen wir in uns unsere tiefe, ursprüngliche Natur. Dann werden wir in unserem Verhalten und gesamten Sein auch wieder natürlich. Wer oft Krähen begegnet, sollte sich auf seine ureigenste Natur besinnen. Die Krähe mahnt uns, unser gesamtes Verhalten genau zu überdenken und Schritt für Schritt in die Natürlichkeit zurückzukehren. Ja, was hat die Menschheit angerichtet in ihrer Unbewusstheit? Und was folgt nach den Gesetzmäßigkeiten daraus? Was erleben wir gerade? Lasst uns, jeder für sich, daraus eine tiefe Lehre ziehen und aus der Erkenntnis heraus dann die Zukunft gemeinsam neu und bewusst gestalten.